Als stellvertretende Vorsitzende des österreichischen Frauenrings möchte ich ganz kurz sagen, dass die geflüchteten Frauen sowohl auf der Flucht als auch in den Massenunterbringungen ganz besonders in einer ganz besonderen Art und Weise betroffen sind. Sie sind auch von Deportationen ganz besonders schlimm betroffen. Da werden Familien auseinandergerissen, was dann die Frauen auch wieder in einer ganz spezifischen, schmerzlichen Art und Weise betrifft. Die geflüchteten Frauen sind auf der Flucht und in den Massenunterbringungen spezifischen Formen sexueller Gewalt ausgesetzt. Und der Frauenring hat sich daher gegen die Asylrechtsverschärfungen in diesem Sinne ausgesprochen, also aus dem Blickwinkel der geflüchteten Frauen, und hat auch schon zweimal Roundtables zu Frauen auf der Flucht und zu sexueller Gewalt gegen Frauen auf der Flucht gemacht. Und wir werden uns ganz sicher ganz massiv weiter für Menschlichkeit, gegen Rassismus und ganz besonders für die geflüchteten Frauen und die Frauen auf der Flucht einsetzen.